Hallo und herzlich willkommen zur Vorlesung Künstliche Intelligenz 1, Teil des Moduls Künstliche Intelligenz. Wir beschäftigen uns heute mit der groben Kursübersicht, das heißt, ich hole Sie erstmal ab, was kommt auf Sie zu und vor allem, welche Inhalte werden wir in den nächsten Wochen und Monaten zusammen machen. Die Vorlesung selbst ist in 11 Teile eingeteilt. Wobei diese Teile selbst nochmal aus einzelnen Subkapiteln bestehen. Was bedeutet das für Sie? Das ist ein bisschen anderes Format als aus der Zeit, als Sie noch ganz klassisch Vorlesungen an der Uni live besucht haben. Hier ist es eher so gedacht, das sind inhaltlich zusammenhängende Blöcke. Das heißt, manche Blöcke, die gehen relativ lang, gerade die Kapitel 5, 6, 10, 11. Das sind recht große Kapitel oder Kapitel 9 ist auch recht groß, während es Kapitel gibt wie Kapitel 8 zum Beispiel, was relativ knapp gehalten ist oder Kapitel 1 zum Beispiel. Das heißt, so ein Block bedeutet nicht 90 Minuten Vorlesung und dann ist es durch, sondern das ist einfach ein inhaltlich zusammengehörender Stoffblock sozusagen und der besteht dann aus einzelnen Kapiteln, die ich auf YouTube für Sie, so wie dieses Kapitel hier, hochladen werde. Was ist so die Story? Was ist die Überlegung? Wir werden zunächst anfangen mit einer groben Übersicht über das Thema künstliche Intelligenz. Ich werde Ihnen erklären, was hinter diesem Begriff so steckt, welche zentralen historischen Entwicklungen es da gab, welche Forscher da eine wesentliche Rolle gespielt haben, was das bedeutet, künstliche Intelligenz, wie so ein typisches Projekt abläuft, wenn man in dem Feld arbeitet, welche Themen da auf einen zukommen und was sich überhaupt hinter diesem magischen Wort verbirgt. In Kapitel 2, Problem Solving Agents, werden wir uns mit Agenten beschäftigen. Ja, Agenten, das ist ein Konzept aus der künstlichen Intelligenz. Das sind selbstständige Softwaresysteme, die irgendwelche Probleme lösen sollen, Aufgaben lösen. Es wird um Suchverfahren gehen, um Staubsaugerroboter und um die ersten Schritte, Probleme zu modellieren, mathematisch zu beschreiben und dann lösen zu lassen. In Kapitel 3 werden wir dann uns mit dem ersten Tool beschäftigen, um künstliche Intelligenz tatsächlich zu erproben, testen zu können. Python. Python ist eine Programmiersprache, die vor allem, wenn man Informatik studiert, häufig zum ersten Mal auftaucht, wenn man eine Algorithmenvorlesung hört. Und mittlerweile ist das eine sehr verbreitete Sprache im Kontext von künstlicher Intelligenz. Das Kapitel besteht zum einen Teil aus einer Einführung in diese Programmiersprache in Python, so dass jeder von Ihnen in der Lage ist, einfache Konzepte auch selber erproben zu können, testen zu können, ausprobieren zu können und eine grobe Übersicht, welche Tools denn generell eine Rolle spielen bei künstlicher Intelligenz, was da wichtige Programmiersprachen sind, was da wichtige Anwendungen sind, zum Beispiel RapidMiner ist das so ein Ding. Also alles, was man so an Toolboxing wissen muss zum Thema künstliche Intelligenz. Hier ist mir ganz, ganz arg wichtig, bitte keine Panik kriegen, wenn man bisher wenig oder nicht programmiert hat. Ich hole Sie da von ganz Anfang ab und das hier ist auch keine Software Engineering Vorlesung, ja? Also Sie müssen Python Code lesen und programmieren können, auch in der Klausur, aber wir werden hier jetzt kein Software Engineering machen, kein krasses Algorithmik-Programm. Sondern es geht einfach darum, dass Sie in der Lage sind, die Algorithmen und Konzepte, die wir hier in der Vorlesung machen, selbstständig zu implementieren, die nutzen zu können und auch die verschiedenen Anwendungsbeispiele, die wir hier haben, selber ausprobieren zu können. Und das ist mir in der ganzen Vorlesung auch immer wichtig. Ich möchte viel mit Beispielen arbeiten, sehr praxisnah, sehr realitätsnah und möchte Sie am Ende einfach befähigen, dass Sie tatsächlich in der Lage sind, KI zu nutzen. Weil ich selbst, als ich noch Student war, habe das oft so erlebt. Man hört Vorlesungen und es ist alles sehr viel Theorie und abstrakt und man hat auch das Gefühl, sehr viel zu lernen. Aber wenn man dann tatsächlich vor Problemen steht oder vor echten Problemen, ist man auf einmal in der Lage, gar nichts zu lösen. Kann nichts. Und das möchte ich hier nicht. Ich möchte hier eine wunderbare Brücke schlagen zwischen Theorie und Praxis. Wir werden immer wieder Ausflüge in die Theorie machen, aber es wird immer wieder auch darum gehen, diese Theorie in die Anwendung zu bringen. Und um das hinzukriegen, müssen Sie Python programmieren können, grundlegend programmieren können, kleine Skripte schreiben können, keine komplexen IT-Programme. Und das
ist das Ziel des Kapitels 3, sie dazu befähigen. Es wird außerdem auch Live-Coding-Sessions geben mit dem Timo Sturm von der TU Darmstadt, wo es dann auch einfach nochmal die Möglichkeit gibt, zu fragen, auszuprobieren und sich ganz vorsichtig an diese Programmiersprache anzutasten. Überhaupt gilt auch immer, wenn Sie Fragen haben, wenn Ihnen irgendwas zu schwer wird, wenn Sie daheim sitzen und sagen, wie soll ich das nur alles hinbekommen, ich kriege meinen Compiler nicht zum Laufen, Python wirft mir dubiose Fehlermeldungen, ich komme gerade überhaupt nicht klar. Sie können jederzeit auf das Fachgebiet an der TU Darmstadt zukommen, auf den Timo, und eine individuelle Nachhilfestunde vereinbaren. Also keiner wird hier aufgrund seiner Unfähigkeit mit Python umgehen zu können, irgendwie in Scheitern oder so. Wir werden jedem helfen und jeden onboarden und das wird ganz sicher nicht das Schwerste hier bei der Klausur oder bei der Vorlesung werden. Ja, Python ist definitiv zu schaffen und wir werden Ihnen dabei helfen, dass Sie am Ende der Veranstaltung, das über ein Jahr Zeit, wirklich in der Lage sind, all das mit Python umzusetzen, was Sie möchten, was mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Es geht dann weiter mit Kapitel 4, nachdem wir jetzt sozusagen die Grundlagen gelegt haben, hier, was ist künstliche Intelligenz und erste Modellierungsversuche gemacht haben, dann uns mit Python beschäftigt haben, geht es jetzt hier in Kapitel 4 um das Thema Daten und Wissen. Daten und Wissen ist ein zentrales Element von künstlicher Intelligenz, denn ohne Wissen kann man auch nicht lernen. Lernen geht immer darum, Wissen aufzubauen. Man kann keine Schlussfolgerung ziehen. Und Daten sind in der Informatik die Grundlage für Wissen. Das heißt, Daten und Wissensmanagement ist ein zentraler Bestandteil von künstlicher Intelligenz. Daten aufzubereiten, Fehler in Daten zu erkennen, Daten in Informationen zu überführen. Und darum wird es in Kapitel 4 vor allem gehen. Das ist ein bisschen kleineres Kapitel oder ein bisschen überschaubares Kapitel von den Inhalten als die anderen. Kapitel 5, das wird dann eher so gegen Ende des Semesters sein, wird es um eines der ganz großen Gebiete der künstlichen Intelligenz gehen. Das ist das Knowledge Reasoning hier, Kapitel 5. Dabei geht es darum, wie man denn aus Wissen, das man generiert hat, aufgebaut hat, Schlüsse ziehen kann, Inferenz betreiben kann. Das heißt, wie kann ein Computer aus einer Wissensbasis, die man generiert hat, aus den Daten, Entscheidungen ableiten. Ganz eng damit verbunden, ein anderes großes Feld der künstlichen Intelligenz ist das Kapitel 6 und das wird dann wahrscheinlich das letzte Kapitel dieses Semesters werden. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Das maschinelle Lernen. Lernen aus Daten zur Wissensgenerierung oder um Schlüsse abzuleiten ist ein sehr modernes, neues Feld, oder neu nicht unbedingt, aber ein, sagen wir gerade, sehr populäres Feld der künstlichen Intelligenz. Künstliche Intelligenz besteht aus sehr vielen Themengebieten und das maschinelle Lernen ist sozusagen gerade das oder eines der größten und wichtigsten Felder. Das maschinelle Lernen werden wir dann dem ganz klassischen Knowledge Reasoning gegenüberstellen, werden uns mit den wichtigsten Algorithmen beschäftigen, werden uns mit den klassischen Problemen des maschinellen Lernens, Klassifikation, Regression und Segmentierung beschäftigen und werden auch erste Programme in Python schreiben, um Probleme aus diesen Problemfeldern zu lösen. Wenn dann alles geklappt hat und wir die grundlegenden Algorithmen und Konzepte kennen, wird es in Kapitel 7, das ist dann im neuen Semester, wenn alles klappt, um Modellauswahl und Modelloptimierung gehen, weil einfach nur Modelle und Algorithmen anzuwenden, funktioniert in manchen Sachen schon recht gut, aber es geht ja darum, die besser zu machen, sie zu verstehen, den richtigen Algorithmus zu finden. Oder wenn man ähnlich gute Modelle hat, das Richtige für das aktuelle Problem, für die aktuelle Aufgabenstellung zu finden. Genau darum wird es in Kapitel 7 gehen. Darüber hinaus wird noch das ein oder andere Thema auftauchen. Wir werden uns mit so Dingen wie hohe Dimensionalität, dem Fluch der hohen Dimensionalität und allerhand anderen Problemen wie Overfitting, Trainingsset-Auswahl und so weiter beschäftigen. Probleme, von denen Sie noch gar nicht wussten, dass Sie sie eigentlich haben. Aber keine Sorge, auch hier werden wir Lösungen behandeln und ganz gute Wege finden, mit diesen Themen umzugehen. Kapitel 8, Big Data. Big Data ist ein riesen Buzzword. Was macht man denn eigentlich, wenn man zu viele Daten hat? Oft ist das Thema gar nicht,
oder das Schwere gar nicht, Modelle aufzubauen, Algorithmen anzuwenden, sondern eher das Thema, man hat zu viel Daten und die sind viel zu groß für den Arbeitsspeicher und man kann die gar nicht mehr, selbst ein Computer kann die gar nicht mehr vernünftig verarbeiten. Wie man dann vorgeht und was man machen kann, Kapitel 8 wird Ihnen die Antwort geben. Kapitel 9 wird es um einen sehr, sehr populären oder ein sehr populäres Modell in der künstlichen Intelligenz gehen, was am Anfang, als das Thema KI aufkam, einen großen Siegeszug angetreten hat, dann sehr stark eingebrochen ist und aufgrund neuer Erkenntnisse vor wenigen Jahren wieder sich zu einem absoluten, sehr erfolgsversprechenden, riesenwichtigen Thema entwickelt hat. Das sind die künstlichen neuronalen Netze, insbesondere das Deep Learning, was wirklich bahnbrechende Ergebnisse erzielt, wenn man probiert, Computern Dingen beizubringen. Was da dahinter steckt und wie das funktioniert, Kapitel 9. Kapitel 10 ist dann schon eher gegen Ende der Veranstaltung, geht es um, wie sage ich das jetzt, bisschen andere Ansätze, als wir sie bis dahin kennengelernt haben. Es wird um Dinge gehen wie generative Modelle, also nicht nur Modelle, die uns irgendetwas vorhersagen oder die uns etwas einordnen, sondern die in der Lage sind, anhand eines Beispiels neue Beispiele zu erzeugen. Wir werden uns noch ein paar andere einfache, bekannte historische Verfahren anschauen, wie Markov-Ketten, die aber nur die Grundlage für die komplexeren Verfahren liefern sollen. Kapitel 11 ist das letzte Kapitel und soll nochmal die Klammer über die zwei über die zwei Semester oder über die ganze Veranstaltung spannen. Das ist das Thema, was mache ich denn jetzt, wenn ich in der Praxis bin? Wie kriege ich denn jetzt so ein KI-System produktiv? Weil es was ganz anderes, ein Problem zu modellieren und ein kleines Skript zu schreiben, was das Problem löst, was ganz anderes, einen Agenten zu bauen, wenn das Ding nachher produktiv gehen muss, wenn das nachher wirklich irgendwo eingesetzt werden muss, wenn das verwendet werden soll. Und deswegen ganz wichtig Kapitel 11, das liegt mir wirklich sehr am Herzen, das wird in nur sehr wenigen Vorlesungen weltweit, deutschlandweit auch behandelt, wenn man KI-Vorlesungen hört. Ich halte das aber für sehr, sehr wichtig, gerade vielleicht auch, weil ich selbst aus der Praxis komme. Also das Thema AI, KI-Systeme produktiv zu bekommen, ist nicht so leicht, wie es scheint. Und wir werden uns genau damit dann beschäftigen, am Ende des Tages, wie Sie Ihr eigenes, kleines, funktionierendes KI-System bauen können. Die Vorlesung selber wird begleitet, ich habe es schon vorweggenommen, zum einen durch Fragestunden und eine Live-Coding-Session oder mehrere Live-Coding-Sessions mit dem Timo Sturm. Die werden dann noch bekannt gegeben, wann die sind. Da sitzen sie dann mit dem Rechner bei sich daheim und es gibt einen großen Call und der Timo wird mit ihnen gemeinsam Python programmieren, Aufgaben rechnen. Also eine klassische Übung wird das sein, wie Sie sie kennen, aber halt digital. Begleitend dazu wird es in der Vorlesung aber noch Workbook-Exercises, also Selbststudiumsaufgaben und Coding-Exercises geben. Ich habe die hier unten entsprechend markiert. Working Exercises, Coding Exercises. Was steckt da dahinter? Ich erwarte, oder das ist sehr wichtig, dass Sie die Vorlesung nacharbeiten. Ich erwarte es nicht, dass Sie sich vorher die Slides runterziehen und sich alles einlesen und so, aber es ist wichtig, dass Sie nochmal die Inhalte anschauen und auch wirklich verstehen. Deswegen habe ich verschiedene Aufgaben für Sie vorbereitet, zum Selbststudium, zum Ausprobieren. Die werden immer am Ende der Vorlesung nochmal vorgestellt. Während der Vorlesung wird es auch die eine oder andere Frage geben, aber am Ende gibt es definitiv nochmal sogenannte Workbook-Exercises. Das sind Aufgaben aus der Begleitliteratur, die Sie für sich als Hausaufgabe nochmal mitnehmen sollen, um die Inhalte zu vertiefen und auch wirklich sich selbst zu prüfen, ob Sie alles verstanden haben. Die Coding-Exercises sind das gleiche, aber für Code. Das heißt, da wird es verschiedene kleine Programmieraufgaben geben für Sie. Die werden nicht kontrolliert, das ist wirklich nur zur Übung, wo Sie dann nochmal kleinere Sachen programmieren werden, nochmal in sich gehen und ausprobieren, ob Sie auch den Algorithmus wirklich verstanden haben. Also was ganz anderes, sowas in der Vorlesung sich anzuhören und dann nach Hause auf die Couch zu liegen und denken, ja, jetzt habe ich was gelernt, als wenn man das jemandem erklären muss. Und es ist nochmal was ganz anderes, wenn man es dann in Code selber schreiben muss. Und es ist dann sozusagen das Sahnehäubchen, wenn man das nachher in der Praxis dann umgesetzt bekommt.
Und weil dieser Weg eben kein leichter ist und weil es sich auch viele, sag ich mal, Dozenten und Professoren oft auch leicht machen und einfach nur Inhalte kurz vorstellen und die Studenten sich dann selber überlassen, ist es mir hier wirklich sehr wichtig, dass sie am Ende von der Veranstaltung auch in der Lage sind, praktisch die Inhalte umsetzen zu können. Und deswegen gibt es diese Coding Exercises. Zwischendrin wird es noch so ein Code Lectorial nennen. Das ist, habe ich hier erst dazu geschrieben, weil die Vorlesung 3 ist dann nicht so eine klassische Vorlesung. Das ist dann eher so eine Art großes Tutorial, eine Mischung aus Vorlesung und Tutorial, was einfach dem geschuldet ist, weil man eine Programmiersprache nicht in der klassischen Vorlesung vermitteln kann. Also seien Sie da gespannt, wird aber nicht so groß anders werden wie die anderen Vorlesungen, aber doch ein bisschen anders. Später, nachdem Sie Python können, starten dann eben auch die Programmierübungen. Das heißt, bis hierhin, bis zur Vorlesung 3, gibt es nur Arbeitsblätter, um die Konzepte zu verstehen. Und ab Kapitel 4 gehen dann auch die Coding Exercises los. Wenn Sie dazu noch Fragen haben, schreiben Sie eine Mail, entweder an mich oder an den Timo Stumpf vom Fachgebiet. Und ich glaube, dann können wir alle offenen Punkte soweit klären. Wie sieht die Klausur aus? Das Wichtigste für die Studenten immer, wie sieht nachher die Prüfung am Ende aus? Bei mir ist es so, dass ich die Prüfung baue. Das heißt, der Schwerpunkt ist ganz klar die Vorlesung. Und die Klausur selbst wird aus einem Drittel Grundlagen bestehen, einem Drittel Anwendung und einem Drittel Programmierung. Ungefähr, ungefähr. Nageln Sie mich dann nachher nicht fest, wenn es irgendwie ein Viertel Grundlagen ist und dann ein bisschen mehr von den anderen Teilen. Ja, das ist einfach so eine Hausnummer, damit Sie eine grobe Ahnung haben, was auf Sie zukommt. Was steckt da so dahinter? Also ein Drittel der Aufgaben sind einfach Grundlagenfragen. Das ist klassisches Wissensabfragen. Ja, können Sie mir erklären, was künstliche Intelligenz ist? Wissen Sie, was eine Regression ist? Oder, oder. Also einfache Fragen, die man halt mal gelesen, verstanden haben muss, aber das ist so ein bisschen, ich gebe es zu, das klassische Auswendiglernen. Hat einfach damit zu tun, wenn ich gar keine solche Fragen dazu nehmen würde, dann läuft es in den Klausuren immer so, dass das eine Verteilung der Noten ist, die dann irgendwie nur zwei Noten hat. Das ist dann entweder 1,0 oder 1,3 oder durchgefallen. Und solche Wissensfragen erlauben es dann einfach Leuten, die vielleicht nicht immer alles mathematisch zu 100% verstanden haben oder drauf haben, trotzdem noch ein paar Punkte zu machen. Und umgekehrt halte ich es genauso wichtig, für Leute, die alles super programmieren können, dass die trotzdem in der Lage sind, so die wichtigsten Dinge, die einfach Common Knowledge sind, auch definieren zu können. Ja, wenn jemand kommt und fragt, was ist künstliche Intelligenz, dass die eine vernünftige Antwort geben können. Und deswegen gibt es diesen Teil. Der andere Teil, Theorie, anwenden auf Praxis, das ist oft bei mir, wenn Sie die anderen Klausuren von mir kennen, irgendein Problem, oft auch eins mit Praxisbezug. Und dann dreht sich die ganze Aufgabe um das Problem. Ja, also wie man dieses Problem praktisch lösen würde, man kriegt vielleicht einen Algorithmus, muss das mal durchrechnen, dann gibt es eine Ausnahme, einen Sonderfall. Also man muss wirklich zeigen, dass man die Theorie nicht nur auswendig gelernt hat, sondern auch verstanden hat. Ja. Und der letzte Teil, Programmierung, es ist eben ein informatisches Thema, gerade künstliche Intelligenz. Und wenn Sie sich überlegen, da zu arbeiten, wenn Sie glauben, Sie können später im Berufsleben was mit KI machen und keine Ahnung vom Programmieren haben, dann wird das in 99,9% der Fälle nicht funktionieren. Das ist immer auch mit Programmierung verbunden. Es ist nicht Software Engineering, es ist nicht krasses Programmieren. Es ist oft sind es kleine Skripte, die Sie schreiben müssen. Es sind kleinere Programme. Es ist wirklich zu schaffen, auch als Quereinsteiger. Aber ohne Programmieren läuft halt nichts. Und deswegen spielt auch Programmieren in der Klausur eine wichtige Rolle. Ein Drittel der Aufgaben wird irgendein Anwendungsfall in Python sein. Man muss vielleicht Code verbessern, man muss Code lesen und erklären, man muss zwei, drei Zeilen Code handschriftlich hinschreiben, man muss den Output von dem Code verstehen, die Konzepte hinter Python, solche Dinge wird das sein. Aber es wird nicht so sein, dass Sie dann irgendwie eine leere DIN A4-Seite kriegen und ein komplettes Programm runterschreiben müssen. Das ist auch Quatsch, ja.
Aber es wird Fragen geben und man muss relativ sicher in Python sein, um diesen Teil der Klausur gut zu überstehen. Woher wissen Sie jetzt, was Sie lernen müssen? Wie können Sie sich darauf vorbereiten? Also, alle Slides, die ich hochlade, sind, wenn nicht anders angegeben, klausurrelevant. Alles, was Sie auf Git finden. Weil aber manche Inhalte gut zu wissen sind, aber ich Ihnen das nicht in der Klausur antun will, habe ich für Sie zu Beginn jedes Kapitels hier eine kleine Infobox gebaut, wo genau drin steht, hier beispielsweise für das Kapitel hier, welche Subkapitel denn jetzt relevant sind für die Klausur. Ja? Also wenn hier explizit steht, dass ein bestimmtes Kapitel nicht relevant ist, dann wird das auch in der Klausur nicht abgefragt. Hinzu kommt, es kann sein, dass noch die ein oder andere Literatur verwendet wird in der Vorlesung. Muss ich noch schauen, ich habe noch nicht alle Inhalte final gebaut. Die ist dann natürlich auch klausurrelevant. Es wird aber angegeben und auch auf Git hochgeladen. So, abschließend noch ein paar Worte zu mir. Wer ist der Typ, der diese Vorlesung hält? Dominik Jung ist mein Name. Ich bin vom Hintergrund her ganz grob gesagt Wirtschaftsinformatiker. Ich habe zwei Bachelor und zwei Master gemacht. Den, sagen wir mal, den BWL-Teil eher dann mit Vertiefung Statistik, Ökonometrie, Wirtschaftsinformatik und den Informatik-Teil dann immer mit maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz. Das waren so meine Schwerpunkte. Ich habe dann in Wirtschaftsinformatik promoviert in Karlsruhe und habe da mit verschiedenen großen Finanzdienstleistern, Banken, mich mit dem Thema Entscheidungsunterstützungssysteme beschäftigt. Also wie man Anwendungssysteme bauen kann oder habe auch die dann begleitet oder auch selber programmiert, die dann, wenn man an der Börse Geld anlegen will, wenn man da handeln will, Informationen darstellen und aufbereiten und wie die bei der Investitionsentscheidung eben unterstützen können. Das heißt, ein klassisches Wirtschaftsinformatik-Thema und habe aber dazu immer sehr viel Lehre und auch Projekte gehabt und Themen auch immer noch ein bisschen mit dem Schwerpunkt Analytics. Sind nach wie vor auch heute noch meine Forschungsinteressen. Publiziere es natürlich nicht mehr so viel wie zu meiner Zeit als Doktorand oder als wissenschaftlicher Mitarbeiter, aber schreibe auch jetzt noch das ein oder andere Paper. Das heißt, wenn Sie sich dafür eine Abschlussarbeit interessieren oder Fragen dazu haben, melden Sie sich einfach. Was mache ich beruflich zurzeit? Ich bin Data Scientist bei der Porsche AG. Das ist ein Automobilhersteller in Süddeutschland und bin dort im After Sales, kümmere mich dort also um die Themen Garantie, Kulanz, Prognosen und so weiter. Ist für mich ein super Fit, bin dort mega happy, weil ich sowohl meine Informatik- und KI-Kenntnisse als auch mein BWL-Background super einbringen kann. Also bin genau an der Schnittstelle zwischen BWL und Informatik und fühle mich da pudelwohl. Wenn Sie Fragen haben, hier habe ich Ihnen noch meine E-Mail dazu gepackt. Melden Sie sich einfach, ja, schreiben Sie mir ganz unkompliziert. Wir sehen uns ja nicht live in der Vorlesung, dass Sie da irgendwie zu mir kommen können. Deswegen hier der Weg. Einfach eine Mail schreiben, wenn irgendwas ist. In der Vorlesung ist es so, dass eine Vorlesung zwar immer eine Sache ist, aber es gibt auch so Typen, die einfach auch gerne Dinge schwarz auf weiß nochmal nachlesen wollen. Ich war auch jemand, der immer sich gern Lehrbücher angeschaut hat, weil ich in Vorlesungen nicht so viel mitgenommen habe. Deswegen hier die zwei Grundlagenbücher, auf die die Vorlesung großteils, großteils sagt nicht komplett, das sind auch sehr viele eigene Inhalte dabei, aber großteils aufbaut. Das heißt, die beiden Bücher, die lege ich Ihnen ans Herz. Wenn Sie irgendwas nicht verstehen, wenn Sie was nachlesen wollen, wenn Sie was interessiert, die sind wirklich super. Wir haben das obere Buch von Russell und Norvig. Das ist eins der Standardwerke für künstliche Intelligenz. Und das Buch ist vor allem für die Theorie. Ja, da werden Algorithmen, Anwendungen, Konzepte wunderbar erklärt. Das heißt, das nutzen Sie vor allem, wenn Sie theoretische Sachen nachlesen. Und das untere, das von Garon, einem ehemaligen Google-Mitarbeiter, das ist das Anwendungsbuch.
Und genau das ist auch die Message in der Vorlesung. Wir haben die Theorie auf der einen Seite, wir werden die Algorithmenkonzepte alle machen, aber es wird auch immer um die Anwendung gehen. Und mit den beiden Büchern, wenn Sie die sich mal durchlesen oder wenn Sie die etappenweise lesen oder stichpunktartig lesen, haben Sie da eine super Grundlage, um dann später erfolgreich in dem Feld zu arbeiten. Sie müssen die Bücher nicht kaufen, also ganz meine Empfehlung immer, man muss sich nicht immer die Lehrbücher kaufen, die gibt es auch in der Universitätsbibliothek, ich habe Ihnen das mal verlinkt. Holen Sie sich das, lesen Sie gezielt die Inhalte, die Sie nicht verstehen, oder kopieren Sie sich was oder scannen Sie das ab. Ist auf jeden Fall in der Uni-Bibliothek vorrätig, aber ansonsten auch hier der Link dazu, wenn Sie sich das kaufen wollen. Ich habe auch die Bücher bei mir im Schrank stehen, finde die ganz praktisch. Gerade das Hands-on-Buch ist für Einsteiger wirklich sehr zu empfehlen. Also es sind keine schlechten Bücher. Weihnachten steht ja auch bald an. Also wenn Sie sich was gönnen wollen, sind keine schlechten Bücher, aber wie gesagt, nicht unbedingt notwendig, die zu kaufen für die Vorlesung. Ja, man kann sich auch die dann bei Bedarf aus der Uni-Bibliothek ausleihen. Wie läuft die Benotung ab? Wir haben kurz darüber gesprochen schon, dass es eine Klausur geben wird. Und darüber hinaus ist es dieses Jahr noch vorgesehen, dass es ein Capstone oder dieses und nächstes Jahr, also für KI1 und KI2, also für diesen Durchlauf, noch ein Capstone-Projekt geben wird, was auch in die Note mit eingeht. So. Wir haben uns noch nicht ganz entschieden, wie die Anteile zueinander werden. Ja, das ist daher nur vorläufig, was Sie hier sehen. Wir werden Ihnen das nochmal rechtzeitig auch kommunizieren, ob das 2/3, 1/3 wird oder 90 zu 10 oder bei 80 zu 20 bleibt. Ja. Aber es wird so sein, dass Sie eine Klausur schreiben und dass es ein kleines Projekt geben wird im Rahmen der Vorlesung, was Sie zusammen bearbeiten können. Und das zusammen ihre Note geben wird. Je nachdem, wie aufwendig das Projekt wird, wird auch die Klausur vom Umfang werden. Wir haben jetzt hier mal 60 Minuten veranschlagt. Es könnte auch sein, dass wir die Klausur ein bisschen länger machen, also 90 Minuten und das Capstone dafür ein bisschen kleiner oder umgekehrt. Daher die Information ist erstmal nur vorläufig, aber das ist das, was wir uns aktuell überlegen, um Sie da schon mal abzuholen. Es wird eine Klausur geben, die wird wahrscheinlich oder auf jeden Fall den größten Teil ziehen, aber wahrscheinlich ungefähr 80%, und ein Projekt geben. Das wird dann vom Timo übernommen, der Ihnen das dann vorstellen wird, gemeinsam mit einem Praxispartner, wo es um irgendein konkretes KI-Problem geben wird, was Sie dann lösen, was dann den anderen Teil der Modulnote ausmacht. Wichtig ist, Sie müssen beides machen, um Ihre Endnote zu bekommen. Und wenn Sie Ihr Projekt zum Beispiel, wenn Sie da dann gar nicht mitmachen und gar nichts abgeben und dann durchfallen, dann können Sie auch die Klausur, also dann hilft Ihnen auch nicht mehr, um den Kurs zu bestehen. Das heißt, man muss bei beiden mitmachen und zumindest die Mindestnote von 4.0 zu erreichen, um das Modul erfolgreich abzuschließen. Das findet dieses Jahr zum letzten Mal statt, aller Voraussicht nach, in dieser Art. Wenn Sie jetzt sagen, okay, ich habe keinen Bock auf so ein Praxisding, auf so ein Projekt, dann kommen Sie in einem Jahr nochmal. Wir sind gerade dabei, das abzumelden, ab, also KI1 in einem Jahr und KI2 in einem Jahr wird dann ohne Praxisprojekt sein. Da wird es dann nur eine Klausur geben und die wird dann 100% der Note ausmachen. Das heißt, Sie haben jetzt noch die Wahl. Ich weiß nicht, wie lange Ihr Studium geht und was Sie so geplant haben. Je nachdem, wenn Sie der Klausurtyp sind, dann warten Sie noch ein Jahr und wenn Sie das spannend finden, mit einem echten Partner an einem echten Problem zu arbeiten, dann schreiben Sie es lieber jetzt und machen bei dem Praxisprojekt mit. Die Vorlesung selbst wird von mir auf YouTube hochgeladen. Habe dafür eine eigene Playlist erstellt. Das wird schrittweise passieren. Hat damit zu tun, dass wir das Feedback sehr, sehr, sehr ernst nehmen, was Sie uns geben, dass ich immer probieren möchte, die Vorlesung auch aktuell zu halten, zu überarbeiten. Also es finden wirklich grundlegende Überarbeitungen jedes Jahr statt.
Wer die Vorlesung vor einem Jahr gehört hat, wird die aktuelle Vorlesung, wird das merken, dass ganz viel passiert. Ganze Kapitel sind auch ausgetauscht worden, also ganze Blöcke. Beispielsweise gab es vor einem Jahr noch ein Kapitel über Scrum und AI, also wie man AI dann in der Praxis mit Scrum umsetzen kann. Das fehlt jetzt komplett. Dafür haben wir mehr Algorithmik und mehr Suchverfahren dazu genommen. Also da passiert immer sehr viel und deswegen auch meine Empfehlung an Sie. Wenn Sie Inhalte haben, die Ihnen fehlen, wenn Ihnen irgendwas auffällt, wenn Sie sagen, okay, da hätte ich gern noch mehr Erklärung, schreiben Sie uns, ja, geben Sie uns das Feedback. Wir werden das dann auf jeden Fall im nächsten Jahr einbauen, besser machen und wir arbeiten wirklich an den Inhalten jedes Jahr. Sie finden die Aufnahmen der Vorlesung auf YouTube, die lade ich da hoch. Und das ist meine Bitte, ich stelle während der Vorlesung Fragen. Das werden Sie dann sehen, das sind so Fragekästen. Antworten Sie einfach drauf. Ja, nutzen Sie die Kommentarfunktion. Als ich die Vorlesung live gehalten habe, bin ich immer gern ins Publikum, habe jedem auch ein bisschen Zeit gegeben, nachzudenken und habe das gern immer mit den Studenten diskutiert. Das sind mögliche Klausuraufgaben, das sind Aufgaben, die Sie auf die Klausur vorbereiten sollen. Und es geht jetzt halt nicht direkt face to face, deswegen meine Bitte. Einfach den Mut haben, drunter schreiben unter die Videos. Sie werden dann sehen zu bei der entsprechenden Stelle, wenn es dann soweit ist. Und ich antworte da dann auch drauf. Ja, ich lese mir das durch. Wird dann auf jeden Fall geantwortet. Und die korrekte Antwort kriegt dann auch einen Daumen hoch. Und Sie können das dann auch nutzen, um sich vorzubereiten. Gerne auch mit dem Kommilitonen zusammen sich das Video anschauen und drunter schreiben. Also hier stelle ich mir so ein bisschen vor, dass eine kleine Diskussion entsteht. Die Vorlesung 1 und 2 wird in die gleiche Playlist gepackt. Das heißt, Sie finden dann alle Inhalte des nächsten Jahres, also für dieses und das nächste Semester, in dieser YouTube-Playlist. Genau, ich habe auch schon heute, bevor ich das hier aufgenommen habe und hochlade, auch schon gesehen, dass der ein oder andere die Playlist schon abonniert hat. Und hier der Tipp, wenn Sie die Playlist abonnieren, dann kriegen Sie meines Wissens immer eine kurze Nachricht, wenn da ein neues Video erscheint. Das heißt, wenn Sie dann morgens beim Frühstück sich die nächste Einheit KI anhören wollen, dann sind Sie immer live dabei, kriegen Sie immer eine direkte Nachricht, wenn da was Neues passiert. Die Vorlesungsunterlagen selber. Die habe ich auf Git gepackt. Das hat damit zu tun, wegen dem Capstone-Projekt, wo sie zusammenarbeiten sollen in Teams, bietet sich's total an, auch mit Git zu arbeiten und möchte sie da ein bisschen an Git heranführen, weil das auch in der Praxis einfach ein Standard ist. Hat aber auch damit zu tun, dass sich die Vorlesung selber kontinuierlich immer weiterentwickelt. Heißt, die Vorlesungen, die Sie jetzt hören, wenn Sie die Inhalte dann brauchen, beispielsweise im Berufsleben, dann können Sie sich das Git Repository einfach ziehen und dann ist genau transparent immer kommentiert, was wurde geändert, wo war vielleicht noch ein Fehler oder ein Schreibfehler, welche Inhalte sind neu dazugekommen und so. Und das ist ein lebendes Dokument, also eine Art Wiki, wenn man will. Die Inhalte passe ich kontinuierlich an, wenn es Feedback von den Studenten gibt, passe ich das an, wenn es in der Praxis Änderungen gibt, in der Theorie. Das ist also mehr so ein Nachschlagewerk, diese Vorlesung. Und mein Ziel ist einfach, dass Sie die immer wieder als Fallback-Lösung, als Art Handbuch nutzen können, wenn es um das Thema KI geht. Und deswegen können Sie sich dann die Inhalte einfach immer automatisch ziehen und deswegen packe ich die auf Git. Darüber hinaus finden Sie auf Git dann noch alle anderen Vorlesungen, die ich so gehalten habe oder die ich halte. Ich habe die jetzt noch nicht alle eingepflegt und geupdatet, aber die werden auch dazukommen. Das heißt, da haben Sie dann ein ganzes Sammelsurium an KI-Material, wenn Sie sich da fortbilden wollen, wenn Sie jemand mal was erklären wollen, finden Sie alles immer aktualisiert und dokumentiert in dem Git Repository. Für die Vorlesung selber, auch für die Übungen und die Coding-Sessions, müssen Sie jetzt noch zwei Dinge tun. Das eine ist Anaconda zu installieren, das andere ist Git zu installieren, um sich die Vorlesungsmaterialien ziehen zu können. Anaconda ist eine Python-Distribution. Was das genau da bedeutet und was da dahinter steckt, kommt dann in Kapitel 3. Aber bis dahin, meine Bitte, ziehen Sie sich das schon mal, installieren Sie sich das schon mal. Und für Git gilt genau das Gleiche. Die Tools sind auf Linux, Windows und Apple verfügbar, funktionieren dort auch alles, habe ich getestet.
Nutzt selber Linux und Windows, tut alles einwandfrei. Wenn Sie sich das installieren, das werden Sie auf jeden Fall auch brauchen, wenn Sie später in dem Bereich arbeiten. Das heißt, das ist schon mal genau das Richtige, sich jetzt das während dem Studium anzuschauen, das zu lernen, sich da einfach die Zeit zu nehmen, weil das ist keine vergeudete Arbeit. Das ist Wissen, was Sie später wirklich brauchen werden. Anaconda, wenn möglich die neueste Version, mindestens Python 3 Punkt irgendwas oder höher. Bitte, bitte kein Python 2 Punkt irgendwas installieren. Warum und wieso das so ist, mehr dazu dann in der Python-Vorlesung. Wenn Sie Anaconda installiert haben, dann startet der Anaconda Navigator und dann finden Sie allerhand wichtige Tools, die Sie so brauchen, wenn Sie mit Python arbeiten. Und für Git gilt, laden Sie sich das runter und richten Sie sich das ein. Ich habe Ihnen hier mal in aller Kürze hingeschrieben, wie das funktioniert. Sie registrieren sich dann bei Git. Sie machen auf Ihrem Rechner einen neuen Ordner auf, machen da dann einen Rechtsklick rein, öffnen die Git Bash. Ist hier farblich markiert. Und geben dann den folgenden Code ein, um das Repository zu verlinken mit diesem Ordner. Und Sie können sich dann jederzeit die neuesten Inhalte ziehen oder Ihr Material updaten, indem Sie einfach die neueste Version des Repository, des Kursmaterials bei sich auf den Rechner ziehen. Wenn es da Probleme gibt, Mail an den Timo oder heben Sie sich auf für die Fragestunde, für die Coding-Session. Wir helfen Ihnen da gern. Ja. Ansonsten während der Vorlesung verwende ich verschiedene Icons, verschiedene Symbole und hier eine kurze Übersicht, was da dahinter steckt, was Sie da erwartet. Beispielsweise, wenn Sie ein orangenes Ausrufezeichen sehen, dann ist das ein Hinweis an Sie, eine Empfehlung. Oder wenn Sie ein rotes X sehen, dann bedeutet das, das hier ist ein Fehler, oft auch ein Fehler, den ich absichtlich gemacht habe, um Sie auf irgendetwas hinzuweisen. Und ein grüner Haken ist dann eine Problemlösung oder ein Fix für den Fehler, ein Bugfix. Ansonsten Handouts sind mit einer Papierseite markiert, Definitionen mit D, Fragezeichen, das sind Fragen, die ich dann eben live gestellt habe im Publikum, die jetzt digital stattfinden. Es gibt verwendete Bibliotheken, Libraries, die ich dann durch dieses Symbol markiert habe, hier dieses Paketsymbol. Und wenn es irgendwelche Links auf andere Webseiten gibt oder auf andere Ressourcen, habe ich die mit so einem Pfeil markiert. Das bedeutet für Sie, das ist ein Hyperlink. Wenn Sie da draufklicken, landen Sie irgendwo, öffnet sich Ihr Browser, einfach für Sie zur Information. Darüber hinaus gibt es noch verschiedene Aufgaben, die dazu da sind, Sie zum Nachdenken zu bringen. Die stelle ich immer gern während der Vorlesung oder sind Teil der Vorlesung. Und davon gibt es vier Stück. Es gibt die häufigste Aufgabe, das ist die blaue. Das sind eigentlich Classroom-Tasks. Das heißt, die stelle ich, dann haben Sie ein paar Minuten Zeit und dann wäre ich durchs Publikum gelaufen und hätte den einen oder anderen gefragt. Jetzt sind das eben die typischen Aufgaben, von denen ich mir vorstelle, dass Sie die einfach unter das YouTube-Video schreiben. Ja, nehmen Sie sich ein bisschen Zeit, denken Sie drüber nach, gerne auch mit einem Kommilitonen diskutieren und schreiben Sie dann Ihre Idee, Ihren Ansatz unter das YouTube-Video und dann diskutieren wir das. Das sind so Wiederholungsfragen, die dazu dienen, den Stoff, den wir bis dahin gemacht haben, nochmal zu rekapitulieren. Es gibt Classroom Cases, das sind größere Aufgaben, das sind typische Übungsaufgaben, das sind Programmieraufgaben. Es gibt Challenges, das sind Wettbewerbe, wo es Bonuspunkte oder Preise zu gewinnen gibt. Und Business Cases, das sind irgendwelche echten Probleme, die wir dann gemeinsam diskutieren. Welche Aufgabentypen ich jetzt wegen Corona und Covid verwende, ein paar habe ich schon umgebaut und so, muss ich nochmal schauen. Aber wenn Sie eine der Farben sehen, wissen Sie jetzt, was hinter diesem Aufgabentypen steht und was die Idee von dieser Aufgabe ist. Ansonsten gibt es noch die ein oder andere Vorlesung, wenn Sie KI spannend finden, wenn Sie sich für KI interessieren, wenn Sie das ein tolles Thema finden, wird von mir kontinuierlich dann auf Git eingepflegt und hochgeladen. Ist vielleicht noch die ein oder andere spannende Sache für Sie dabei. Und mal schauen, vielleicht wird ja auch an der TU Darmstadt neben der KI 1 und KI 2 noch eine weitere Vorlesung dann
zukünftig angeboten werden. Business Analytics oder User Analytics sind auf jeden Fall Themen, die, glaube ich, für Sie auch sehr spannend werden. Die Inhalte gibt es aber von mir auf jeden Fall auf Git. Wer sich das dann im Selbststudium anschauen will, ist auf jeden Fall ergänzend zu der Vorlesung, sind also wirklich andere Inhalte. Es gibt keine oder kaum Überschneidung. Also es sind wirklich neue Inhalte, neue Themen. Das heißt, wenn Sie sich in dem Feld KI vertiefen wollen, würde ich es Ihnen auf jeden Fall empfehlen, da zumindest mal sich die Slides anzuschauen. Dann hier am Ende des Kapitels gibt es immer die klassischen Literaturquellen, die verwendet wurden. Hier der Hinweis, die zwei Hauptwerke, auf die die Vorlesung hauptsächlich aufbaut. Das ist das Theoriebuch von Russell Norvig und das Anwendungsbuch von Gearon Python-Programmierung. Manchmal packe ich auch hier am Ende noch so ein paar allgemeine Hinweise dazu. Das sind einfach Quellen, die ich Ihnen empfehle, für bestimmte Dinge sich anzuschauen. Die sind jetzt aber nicht klausurrelevant oder so. Ja, das ist einfach nur Empfehlung. Wen es interessiert, schaut die sich an. Wer schon alles weiß, der lässt es sein. Hier jetzt einfach ein paar Hinweise, wie Git funktioniert, wie man Git einrichten kann, wie man mit Git arbeiten kann, die ich sehr, sehr gut finde. Geben Sie den Tutorials auf jeden Fall eine Chance. Also ich halte die für sehr hilfreich. So, das war's von meiner Seite. Normalerweise gibt es am Ende der Vorlesung immer noch so eine kleine Aufgabe zu mitnehmen. Das hier war jetzt die Einführung des Syllabus. Da gibt es das noch nicht. Ich freue mich drauf. Wird eine ganz spannende Zeit in den nächsten Wochen und Monaten zusammen die Reise durch das K Feld der künstlichen Intelligenz anzutreten. Das ist wirklich ein top aktuelles Thema mit ganz vielen Inhalten, die gerade in Presse und Medien eine Riesenrolle spielen. Sie sind da an einem ganz neuen, spannenden Thema dran. Und ich glaube, auch wenn Sie sich später entscheiden, nicht in dem Feld zu arbeiten, Sie werden ganz viel mitnehmen, auch persönlich für andere Gebiete. Und wir hören uns dann im nächsten Video wieder.